Die Vorbereitungen von Hockey Thurgau für die neue Saison sind durch. In der Sommerpause ist beim Thurgauer Hockeyclub vieles gelaufen. Der Cheftrainer Stefan Meyer hat sein Amt erst heute vor einem Monat angetreten. Was er von dieser Saison erwartet, weiss er aber schon genau. Unser Ziel muss einfach sein oder sollte sein, dass wir die Playoffs erreichen. Wir werden sicherlich müssen hart daran arbeiten, uns noch zu steigern. Unser Teamplay zu verbessern, unsere Mannschaftsleistung, dass wir einfach kompakter werden und auch konstanter in der Leistung über 60 Minuten. Wenn das Team also noch etwas zulegen kann, ist er zuversichtlich, dass sie das Ziel erreichen können. Zwar jetzt im Kader kein ausländischer Schlüsselspieler, er könne aber auf andere Qualitäten setzen. Wenn du ein junges Team hast, dann steckt sehr viel Energie drin. Auch beim Training, das ist das sicherlich positiv. Wir haben auch sehr gute Leader, also die älteren Spieler. Die Leadership-Gruppe ist eine sehr homogene Gruppe, die den jungen Spielern hilft. Die Zuversicht ist auch beim Geschäftsführer zu spüren. Wir sind definitiv bereit. Wir haben das jetzt am letzten Samstag gesehen, im letzten Vorbereitungsspiel. Die Mannschaft hat eigentlich gegen wirklich starke Gegner aus Frankfurt wirklich Parole geboten und dann eigentlich unglücklich in der Verlängerung verloren. Aber das hat uns gezeigt, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Ob Thurgauer das Ziel erreichen und in den Playoffs dann um den Aufstieg in die Liga anspielen, sehen wir dann im Verlauf dieser Saison.